Hallo, in diesem Video die Auflösung zur Hausaufgabe Nummer 9, öffentliches Anbieten. Wir haben einen Minderjährigen, der hat eine Seite betrieben. Auf dieser Seite waren Links. Diese Links zeigten auf andere Seiten. Auf diesen anderen Seiten wurden Dateien angeboten. Diese Dateien waren urheberrechtlich geschützt und wurden dort illegal öffentlich zugänglich gemacht. Die Frage ist jetzt, ist durch seine Seite der Minderjährige in Schwierigkeiten gekommen? Nun, die Auflösung, gut 90% aller Zuschauer lagen daneben und die, die nicht daneben gelegen haben, die haben es, jedenfalls die meisten davon wiederum, die haben es nicht ordentlich begründet, lässt auf den Raten schließen, auch damit durchgefallen. Ganz klar, dann machen wir kurzen Prozess. Falls es für Sie irgendeine Art von Trost ist, wir hätten auch daneben gelegen. Der BGH hat entschieden, in einem Beschluss vom 3. Februar 2011, dass ein Minderjähriger, der von einer ihm verwalteten Seite auf eine Seite verlinkt, welche illegal urheberrechtlich geschützte Werke vorhält, also anbietet, zum Schadensersatz verpflichtet ist. Unerheblich sei dabei, ob die File-Sharing-Website von dem Minderjährigen inhaltlich verändert werden könne. Den Satz, den interpretieren wir hier als den sogenannten Disclaimer, von wegen, ich kann nichts dafür, was auf der Seite angeboten wird, denn ich habe keinen Einfluss auf diese Webseite. Das heißt, der Disclaimer war gesetzt und es hat nichts genutzt. Nun, dieser Punkt hat uns noch nicht besonders aus dem Tritt gebracht. Der Link-Disclaimer, der gilt nicht wirklich in der Form, wie er oftmals angebracht wird. Das ist ein missverstandenes Urteil. Einige Zuschauer hatten das auch schon so gebracht. Ich kann nicht auf eine Webseite namens www.ichrammeldichbisdublauanläufst verlinken und dann sagen, ich habe damit nichts zu tun und ich gehe davon aus, dass da irgendwie nur Blümchensex angeboten wird oder ähnliches. Deswegen, damit könnte man dann eben alles entschuldigen und durch die Hintertür eben doch alles anbieten. Insoweit, das ist von vornherein immer mit Zweifeln behaftet gewesen. Der Link-Disclaimer funktioniert nicht so, wie er oftmals eingesetzt wird. Entsprechende Kommentare, hatte ich ja gerade schon gesagt, finden Sie unter den Kommentaren des Hausaufgabenvideos. Also, was uns eher irritiert hat, war das öffentliche zugänglich machen, als wenn er die Dateien selbst angeboten hätte. Das würde ich jetzt zwar noch nicht unbedingt damit gleichsetzen, wie es zum Beispiel bei einer Nutzung von P2P-Software zugänglich machen ist. Allerdings, dass ein Link jetzt schon die Webseite zugänglich machen ist. Wir hatten es in anderem Beispiel, unter anderem mit dem Fall heise.de, ebenfalls über die Kommentare schon mitgeteilt. Da hat die Zeitschrift heise.de auf die Webseite von slicesoft.com, glaube ich, war das, verwiesen. Und auf dieser Webseite, slicesoft.com, da wurde Software gefunden, die den sogenannten Kopierschutz aushebeln kann. Und die Software ist auch in Deutschland verboten. Der Link auf die Webseite, auf der die Software immer noch runtergeladen werden kann, der war aber nicht verboten. Da ist Heise ebenfalls durch zwei, drei Instanzen gegangen. Am Ende wurde gesagt, nein, nein, verlinken darfst du noch auf die Webseite. Das ist nicht das gleiche wie ein öffentlich machen. Natürlich hatten auch hier wiederum einige Zuschauer die Lösung bzw. sind differenzierter vorgegangen, indem sie gesagt haben, gut, heise.de ist natürlich jetzt ein journalistisches Angebot und spielt deswegen in einer ganz anderen Liga als eben eine Webseite. Ist natürlich auch wiederum richtig, wir wissen nicht, wie die Webseite aufgebaut war, wenn die Webseite allerdings so aufgebaut ist wie einige, die wir hier selbst kennen, wir haben da mal recherchiert. Dann ist natürlich richtig, dann sind diese Webseiten nur dazu ausgelegt, um zum Beispiel über die beiliegende Werbung eben Geld zu generieren. Das ist natürlich dann wiederum ein Punkt, der wurde nicht explizit hier angesprochen. Das zeigt allerdings wiederum darauf, dass man nur damit Geld verdienen will, dann ist es wiederum gewerblich. Deswegen, ich hätte wahrscheinlich versucht, den Weg darüber zu fahren, als jetzt hier vom BGH ein Urteil zu haben, um festzustellen quasi, dass eine Verlinkung, also eine indirekte Verlinkung schon reicht. Der zweite Punkt, der natürlich oft über die Kommentare angesprochen wurde, war die Geschichte, dass er minderjährig ist. Das war ebenfalls ein Punkt, den zumindest ich hier nicht für besonders prickelnd halte. Zudem wies der Senat darauf hin, dass sich die Rechtsfragen des Minderjährigenschutzes nicht stellen, da es im Streitfall nicht um eine rechtsgeschäftliche Tätigkeit des Minderjährigen im Internet geht, sondern um die Haftung für ein deliktisches Verhalten, nämlich die Verletzung fremder Urheberrechte. Das müsste uns dann vielleicht nochmal ein richtiger Profi erklären, denn ja, ist natürlich klar, dass das kein Rechtsgeschäft war
Und die Minderjährigen, haben wir in anderen Videos schon gesagt, die sind für Rechtsgeschäfte besonders geschützt, können also da keinen großen Mist bauen. Allerdings, als ich seinerzeit vom Fleischerladen nebenan die Scheibe mit dem Fußball eingeschossen habe, da war das auch kein Rechtsgeschäft. Da habe ich auch nicht gesagt, ich wollte 100 Gramm Aufschnitt, habe aber leider die Tür nicht gefunden und wollte nicht durch die Scheibe laufen, deswegen habe ich sie zuerst eingeschossen. Insoweit wird dort auch zumindest ein deliktisches Verhalten vorgelegen haben. Natürlich nicht unbedingt die Verletzung Urheberrechte, sondern eben Sachbeschädigung. Also, sehr seltsam das Ganze. Ebenfalls nicht möglich zu sagen, geht doch einfach eine Instanz höher. Der Richter hatte mal wieder von nichts eine Ahnung. Ich meine, ich bin jetzt immer noch der Meinung, der Richter hatte mal wieder von nichts eine Ahnung, beziehungsweise die Richter. Aber ja, so richtig prickelnd kann ich mich nicht mit anfreunden. Im Ergebnis hatte der Minderjährige Schadensersatz von 7.000 Euro zu zahlen. Da frage ich mich dann auch, wie sind die daran gekommen? Und Abmahnkosten in Höhe von 2.000 Euro. Also, hoffen wir mal, dass er so viel über die AdSense-Werbung reinbekommen hat. Wir schalten unsere Linkseiten diesbezüglich dann am besten wieder mal aus. Sie machen das Gleiche, wenn Sie sowas haben. Naja, wir haben es nicht wirklich, aber ich denke mal, wir haben was gelernt. Okay.